Heute bin ich als Vorarbeiterin für den Tiefbau zuständig bei der Firma Geiger. Bin gespannt, was in dem eher Männerberuf auf mich zukommt. Aber was Männer können, das können wir Frauen ja sowieso schon lange. Ist quasi das gesamte Baufeld. Der kann sich also auch im Laufe der Baustelle noch ändern. Klar, wenn es mit den Baumaterialien klappt, dann geht es relativ zügig vorwärts. Ich bin so das Zwischenglied zwischen Bauleiter und meinen Jungs. Koordiniere den Bauablauf in dem Sinne, dass ich Maschinen bestelle, LKWs bestelle, was sie brauchen, meinen Leuten sage, was sie zu tun haben. Der Job wandelt sich sehr stark aus diesem, wie man sich das vorstellt, dass jemand mit der Schaufel viel arbeiten muss und sowas, zum immer mehr Maschinellen. Der ein bisschen Verantwortung übernehmen will, kann sich fortbilden. Soll das 2-3 Jahre testen, wie es ihm gefällt, ob es ihm Spaß macht, ob er mehr will. Soll einen Vorarbeiter machen und wenn er mehr will, kann er zum Polier werden. Die Firma ist sehr kollegial, man kommt mit den Menschen gut aus, sie sind alle menschlich und bodenständig geblieben. Man muss ja an Toiletten oder sowas muss man Abzweige hinlegen, dass quasi für jedes Klo auch ein Rohr vorhanden ist. Dafür baut man diese Abzweige ein und wir vermessen jetzt, wo diese Abzweige hin müssen und wo die Standrohre quasi hin müssen. Ach, das ist genau hier, wo die Stange ist? Genau. Super. Dann einmal markieren bitte. Perfekt. Ich freue mich darauf, dass wir alle zusammen an den See gehen, ein bisschen entspannen, vielleicht ein kühles Bierchen trinken. Das ist so ein langer Stab sozusagen, der oben so einen Empfänger hat und die Satelliten empfängt. Und unten ist dann so ein Gerät, dieses GPS-Gerät eben, was du da drauf machst. Cool. Und da ist dann die Karte von der ganzen Baustelle drauf. Wenn ihr mehr erfahren wollt über den Beruf, was ich heute genau gemacht habe und gelernt habe, dann könnt ihr das gerne auf unserer Internetseite nachlesen. Und natürlich könnt ihr auch bei Instagram uns gerne folgen. Ihr könnt auf jeden Fall viel mehr dort noch erfahren.